Was bedarf es für die Zukunft? Was muss geändert werden? Und die große Überschrift ist Menschlichkeit, Verbindlichkeit, aber vor allem auch sichtbar zu sein. Ein herzliches Willkommen heute im Latana zu einem Interview mit Stefanie Salziger. Und das wird es jetzt häufiger geben, denn feine Adressen und Erfolge bevorzugt haben sich zusammengeschlossen. Liebe Stefanie, schön, dass wir jetzt durchstarten. Vielen Dank, Martina. Ich freue mich sehr, dass die feinen Adressen einen Konterpart gefunden haben, der total schön dazu passt. Ich sage ja immer zwei Welten, eine Wellenlänge, TV und Print. Und der Mehrwert, den wir dadurch generieren, das ist nicht nur, dass wir zwar uns ganz toll austauschen und eben eine Wellenlänge wirklich haben, sondern es ist ja auch wirklich ein Mehrwert, den wir bieten. Richtig. Und wir möchten Sie als Unternehmer, als Mensch unterstützen und stärken. Und wir werden uns an den großen Themenkomplexen von feine Adressen entlang hankeln. Und das nächste Magazin, liebe Stefanie, steht unter dem Thema Wirtschaft. Warum Wirtschaft? Für mich war letztes Jahr klar, ich möchte in die Wirtschaft, ich möchte Unternehmen vorstellen, ich möchte Menschen vorstellen. Es geht mir vor allem immer um die Menschen, um meine Herzlichkeit, um meine Menschlichkeit. Und bei den ganzen Anforderungen, die Unternehmer im Moment entgegenstehen, war es mir wichtig, in diesem Magazin aufzuzeigen, was bedarf es für die Zukunft, was muss geändert werden. Und die große Überschrift ist Menschlichkeit, Verbindlichkeit, aber vor allem auch sichtbar zu sein. Ist der 12.03.2020, die Welt dreht sich seit Januar etwas andersrum. Die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Und wenn wir die Keyworte nehmen, Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, heißt es ja umdenken. Es wird anders werden. Wir werden ein bisschen wieder zurückgehen aus der Globalisierung, ein bisschen lokaler wieder werden, um vielleicht dann wieder globaler zu werden, aber mit ganz anderen Vorzeichen, als wir mal durchgestartet sind. Bekommst du bei den Unternehmern was mit, wie sich da was schon verändert? Absolut, absolut. Also vielleicht ziehen sich diese Menschen im Moment aber auch an. Das darf auch so sein. Ich lerne im Moment ganz viele Menschen kennen, die sagen, das ist schön und gut mit der Globalisierung, das ist wunderbar. Aber so wie wir auch hier uns ernähren sollten, regional, saisonal, so ist es schon auch mit der Wirtschaft. Es kommen immer mehr Unternehmer, die sagen, ich möchte wieder ein Gesicht haben. Ich möchte jemandem die Hand geben, vielleicht im Moment nicht, aber dann wieder Hand geben im übertragenen Sinne, ihn kennen. Das Ehrgefühl, also das ist ein ganz toller Artikel über den Club of Hamburg drin, die eben sagen, schon in der Ausbildung, schon im Studium muss Ehre, Empathie, Nachhaltigkeit, das muss da drin sein. Es darf keine Manager mehr geben, die einfach nur 3 Jahre ihren Umsatz machen. Die wird es nicht mehr geben. Die werden auch diese Herausforderung nicht schaffen. Das, was im Moment passiert, das werden die Unternehmen überleben, die lange Partnerschaften haben, die eine Herzlichkeit haben und die auch eine Verbindlichkeit ihrem Mitarbeiter gegenüber haben. Vom Trend her war ja so, wenn man das Internet betrachtet, wir haben ja eigentlich so 2 Wirtschaftszweige gehabt. Wir haben den Wirtschaftszweig lokales, globales Unternehmen oder halt die Menschen, die über Online-Marketing oder über virtuelle Online-Kurse aktiv geworden sind. Also eigentlich wie so 2 verschiedene Welten und Branchen. Ja. Die haben sich versucht, gemeinsam erstmal zusammenzufinden, was sie, glaube ich, bis dato noch nicht geschafft haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Zum anderen habe ich natürlich erlebt, dieses Preisgefüge immer teurer oder immer billiger einkaufen. Mhm. Was glaube ich, auch sich verändern muss, weil wir werden auch in der Wirtschaft merken, die Finanzen verändern sich. Also wie wird demnächst Preisgestaltung sein? Wie wird demnächst unsere Zusammenarbeit sein mit dem Team? Und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da gab es eine große Autofirma und wenn die das Auto fuhren, die Automarke, war das immer so, dass die im Herbst meistens nach einem Jahr ihre Autos an die Familienangehörigen weiterverkauft haben. Mhm. Also haben die eigentlich intern sich selber gestützt und gefördert. Mhm. Das ist ja auch in den Unternehmen in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Nicht nur ein bisschen, ich sage mal, durch die Gewerkschaften, die immer mehr Geld aber und mehr Freizeit, was nicht funktioniert hat. Was sind da deine Erfahrungswerte mit deinen Unternehmern, die du so im Magazin zeigst, was sagen die dazu? In welcher Ecke oder Enge sind sie gelandet? Die sind tatsächlich wieder auf dem Weg, auch die Firma als Familie zu sehen. Sie die Mitarbeiter mit Gefühl und mit Verlässlichkeit an sich zu binden, auch wieder Werte zu entwickeln, gemeinsam mit den Mitarbeitern, dem Mitarbeiter auch nicht nur
die Nummer 1 bis 15 zu geben, sondern das ist der Herr Müller, der hat drei Kinder und die wollen jetzt studieren und ich habe doch da einen Freund und das kann man denn. Es geht wieder zurück und ich habe ganz spannende Unternehmer im Magazin, die ein altes Gewerbe betreiben, aber durch die Digitalisierung schneller, besser und günstiger anbieten können, aber sie sind immer noch da. Und sie machen ihr altes Gewerbe und das finde ich unheimlich spannend. Genau, wenn wir auf das Gewerke gucken, ist es natürlich auch so, dass ich hatte neulich ein Heizungsproblem und dann kam endlich dieser Heizungsmensch und hatte den falschen Heizkörper dabei, das brauchte uns jetzt nicht unbedingt weiter und der kam dann, rief dann irgendwo an und kam mit einem neuen Heizkörper, der dann passte an und dann sagte er, ja, das ist aber irgendwie, habe ich da so eine Bemerkung gemacht, ja, das ist aber auch irgendwie nicht koordiniert oder so, weil ich das irgendwie seltsam fand, wo ich dachte, das war vorher abgemessen worden, wo man das nicht gepasst hat. Ach, junge Frau, wissen Sie was? Für mich stehen gute Zeiten an. Ich sage, okay. Ja, glauben Sie, ich werde demnächst mehr verdienen als Manager, weil meine Berufsgruppe stirbt aus. Und ich kann mir gerade aussuchen, wo ich arbeiten will. Und wenn mein Chef nicht mehr freundlich ist, dann gehe ich einfach weg. Und wir haben auch kaum mehr Auszubildende. Das heißt, wenn wir auch die Wirtschaft betrachten, heißt es ja auch da nochmal umdenken. Ne? Jugendliche, wenn man an die Jugendlichen denkt, entweder machen sie Start-ups und da haben sie meistens die Idee, sehr schnell Geld zu machen und das Ding teuer zu verkaufen. Oder wenn es ist so die Start-ups-Mentalität, finde ich sehr gefährlich. Es ist eher eine Unternehmerhaltung wichtig. Genau. Ja? Und deshalb der Ansatz nochmal von Herrn Dr. Spieß vom Club of Hamburg, der wird jetzt Vorsitzender, der ganz klar sagt, das muss ganz anders implementiert werden. Weil heute fragen die jungen Leute, die in Managementpositionen gehen, nicht mehr, wann werde ich beteiligt, wie groß ist mein Geschäftsauto, sondern die fragen nach dem Mobilitätspaket und die fragen danach, darf ich mal ein Sabbatical machen und wann und wie ist das abgesichert und was habt ihr sonstige Anbieter, Benefits. Und es ist ganz, ganz spannend. Es ist ein großes Teil oder Thema im Magazin. Benefits, Mitarbeiter halten, die Verlässlichkeit und einfach auch wieder die Empathie. In meiner Talkshow sitzen ja Unternehmer, meistens sind es Solopreneure. Das ist so unser Unterschied. Du hast mehr die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich habe mehr die Solopreneure, die ja ganz unterschiedliche Problematiken haben. Und trotzdem gibt es ja auch Ähnlichkeiten und Verbindungen dahingehend, wo wir sagen, okay, wie komme ich zum Kunden? Das ist ja immer die große Frage. Und gerade in den Zeiten, wo wir jetzt sagen, okay, die Krisen werden auf uns überschwappen. Es ist ein kleiner Tsunami gestartet, so sage ich es, oder ein Dominoeffekt. Der Sack in China, der da umgefallen ist, der darf uns interessieren. Der ist nicht mehr so uninteressant wie mal vor Jahrzehnten. Ja. Der hat eine Wirkung. Und es ist ja auch nicht mehr so weit weg. Es ist viel näher geworden. Das heißt, wir haben eine dörfische Gemeinschaft global entdeckt. Ja, absolut. Und jetzt heißt es wieder, was wir vorhin schon am Anfang gesagt haben, dass wir es lokaler wieder hinkriegen. Wir haben viele, das habe ich mitgekriegt, viele Lebensmittelhersteller, die sind schon auf lokaler gekommen. Die sagen auch jetzt in der Krise, kein Problem, wir haben unsere Lieferwege, das ist ja alles ganz nah. Aber ich habe auch heute oder vorgestern ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sagt, wir haben das Problem, wir haben versucht, über diese Globalisierung die Ressourcen zu erhalten, Lieferwege zu gucken und solche Dinge, aber da verändert sich jetzt was. Und die Veränderung der Wege, ne, was haben wir alles transportiert durch die Welt? Wir haben jeden Tag unsere Himbeeren und Blaubeeren und egal, wo sie herkamen. Ja. Oder eine verrückte Geschichte auch. Wir waren in Spanien und dann sagte mir eine Deutsche, die dort jetzt lebt, sagt sie, du Martina, durch die Globalisierung ist es hier in Spanien sehr schwierig geworden mit dem Obst und Gemüse. Ich so, warum? Ja, also man wird ja sagen, da kriege ich Obst und Gemüse günstig und das ist doch ganz toll, das ist doch paradiesisch. Und dann sagt sie, nein, das ist nicht so, weil wir schicken unsere Lebensmittel nach Deutschland, dann kommen die wieder zurück und dann sind sie teurer, weil ein deutscher Händler sie eingekauft hat, weil es eine Kette ist und weil sie dann wieder zurücktransportiert wird. Lob, das wird sich wohl ändern. Was erfährst du so von den Unternehmen, wenn die global sind und ne, also solche Geschäfte, wo man sagt, wo ist denn das Geld jetzt eigentlich auf der Straße gerade mal weggeschmissen worden? Ich glaube, das wird sehr stark abnehmen, so ein Schwachsinn nenne ich es jetzt mal. Und auch Tiere durch ganz Europa zu verschiffen oder noch weiter weg und hin und her. Das Umdenken ist da und ich bin sehr überzeugt, dass es auch anders gehandhabt wird. So wie eben auch die ganzen neuen Starköche, die haben ihren Kräutergarten, die haben ihren eigenen Garten, die haben vielleicht irgendwo noch einen Nutzgarten, einen großen. Die kaufen natürlich Spezialitäten auf der ganzen Welt,
Aber das Gros haben sie in ihrem eigenen Garten, weil sie ganz genau wissen, was da ist. Und das werden die Unternehmen auch wieder machen. Die werden Partnerschaften haben mit Unternehmen, die sie kennen, wo sie wissen, wie die agieren, wie die sein werden. Da ist sehr, sehr viel im Umbruch. Es muss sich auch verändern, weil so wie wir im Moment unterwegs sind, wir im Sinne von die ganze Welt, werden wir uns früher oder schneller ausrotten oder wir ändern. Und das ist alles ganz schlimm, was im Moment passiert, aber es ist wieder ein Zurück zu uns. Es ist ein Besinnen und das wird den Unternehmen auch gut tun. Was ich spannend finde, einfach gerade durch diese Krise verursacht, virtuelles Homeoffice wird jetzt total trendy, wo ich merke, dass die, die sich dagegen ja auch gewehrt haben, und hier tapst jetzt so unser kleiner Mops durchs Gelände, wenn ihr den hören solltet, nur dass ihr Bescheid wisst, der sitzt unterm Tisch, aber taps gehört. Das heißt, dass wir jetzt doch dieses Cocooning, virtuelle Zuhause arbeiten, dass Firmen das etwas mehr forcieren, bedingt durch diese Krise, und gleichzeitig viele, die sich bis dato gewehrt haben, von dem Computer zu sitzen oder Videokonferenzen zu machen. Wir hatten ja auch gerade unsere Kanzlerin, die gesagt hat, wir haben unsere erste europäische Videokonferenz gemacht. Es wird Zeit, und das glaube ich jetzt auch geschubst, die Technik zu nutzen, die da ist. Ja. Und gleichzeitig das Menschen dabei nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, das, was wir in die Welt rausbringen wollen. Im positiven Sinne. Genau, und virtuell und real clever zu verbinden. Absolut. Und das machen wir halt auch. Also, Stefanie Salzinger, feine Adressen, macht Print. Martina Hautau, Erfolge bevorzugt, macht Bewegbild, TV. Und dabei netzwerken wir an einem Tisch, sitzen zusammen und genießen das. Also.